Hier sind wir an einem Punkt, der nennt sich das Deutsche Eck im Westerwald. Wer aber jetzt hier so ein Reiterbild sucht, der wird das hier nicht finden. Hier geht es nämlich um den Zusammenfluss der kleinen Nister in die große Nister oder umgekehrt. Das heißt, hier haben wir eine wirklich idyllische Auenlandschaft, Bäume, Flüsse. Man kann hier total lange an diesem Fluss lang gehen, also eine total schöne idyllische Gegend. Wo sind wir hier genau, Günther? Wir sind hier in der Kopperer Schweiz. Genau, und parken können wir in Heuzert beim Wilhelmsteg. Habe ich richtig gesagt, okay, ich kannte den Ort noch gar nicht. Und für mich ist jetzt auch eine Herausforderung hier, wie fotografiert man hier am schönsten. Wir werden nachher ein bisschen mit Stativ und Langzeitbelichtung, überall sieht man nämlich hier so schöne Felsen und kann dann unten Bilder aus der tiefen Perspektive machen. Hi, Nico. Das sieht echt schön aus hier. Total idyllisch. Und die beste Zeit ist schwierig zu sagen. Das liegt doch bis in so einem Tal drin, Günther, oder? Das heißt, es kommt wenig Licht, gibt es wahrscheinlich keinen Morgen-Abend-Termin. Wahrscheinlich tagsüber am besten. Oder wenn man Langzeitbelichtung machen will, eher gegen frühen Abend, denke ich mal. Im Moment haben wir ein bisschen bewölkten Himmel. Okay, wie gesagt, das hier ist das Deutsche Eck im Westerwald. Total idyllische Auenlandschaft. Und hier kann man echt schöne Naturbilder machen und lange Wanderungen. Die Mikro gefällt es auch gut.